Wer pinkelt denn da? Kommentare, Kommentiershow! Herzlich willkommen zur Kommentare Kommentiershow. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ja, und ja, GTA 5, das habt ihr ja ganz schön zerrissen. Ja, aber hier trotzdem nochmal ein kleiner Ausschnitt. Oh, ich bin so auf 180, jetzt werden Leute überfahren. Raus hier! Ja, komm, hau ab. Spasti. Aber war es wirklich so schlimm? Ja, ich muss ja nochmal kurz dazu sagen, wir sind ja die allergrößten GTA-Fans überhaupt auf diesem Planeten. Ja, ich weiß, was er hast holt. Hast du's? Ja, oh, es ist halt jetzt... Jetzt hat schon jeder. Scheiße, jetzt hat's ja schon. Man muss sagen, es ist gerade Montag. Wobei, jetzt schau mal, ich hab's schon seit Sonntag. Zeig mal, seit, yes, zeig mal. Ist aber auch noch das war's für heute mit der Kommentar-Kommentier-Show. Wir sehen uns nächstes Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das Zocken. Tschüss. Wir gehen jetzt Y-Play zocken. Wir haben es tatsächlich noch nicht gespielt. Wobei jetzt, wenn ihr die Kom-Kom-Show seht, dann werden wir es schon gespielt haben. Und das könnt ihr euch auch ansehen. Hier. Genau. Und das war natürlich von uns einfach nur eine Parodie, wie es im schlimmsten, im Worst-Case-Szenario aussehen könnte. In der Beta-Version. Und natürlich ist es hoffentlich ganz anders. Bei euch sieht das aus, wie als ob Phil wirklich eine Spielfigur ist, das Bewegen und so weiter. Kompliment. Ist er ja auch. Ja, danke schön. Sieht aus, als hätte die Hose geschissen. Das habe ich auch sehr lange... Ja, schau dich mal an. So läuft man, wenn man die Hose gemacht hat. Ja, der scheißt die Vereine, Phil, damit er die Rolle spielen kann. Method Acting ist das. Method Acting, genau. Macht mal ein 50 Facts About Me Video. Aber okay. Hör, oder was? 50 Facts About Me. Fact 1, ich esse gern. Fact 2, ich esse gern. Fact 3, ihr verliert keine Regel über den Fight Club. Meine Mutter vermisst die Biatch. Naja, die Rolle ist ja auch gerade frei geworden, also wenn deine Mutter auch Interesse hat, mal mitzuspielen. Böse, böse Junge. Ja, lieber Nico, schlag das doch mal deiner Mutter vor. Willst du die Biatch spielen, Mama? Aber nur, wenn sie eine Milf ist. Sonst nicht. Oder eine Tilf. Milfhunter. Oder eine Tilf. Tmilfs. Timme. Türkische Mutter, Alex. Türkische Mutter! Wie bekommt ihr das eigentlich hin? Bei Y-Play jeden Tag ein Video, auf eurem Hauptkanal 2 Videos pro Woche und auf die Jungs fast jeden Tag ein Video. Ihr seid der Hammer! Naja. Nee, man hat uns einfach ins Hirn geschissen. Nee, ihr habt es doch nicht mitbekommen. Wir haben gecastet nach einem Doppelgänger. Das sind gar nicht mehr wir bei Y-Play und bei die Jungs. Ja, wir haben auch super Doppelgänger für Os gefunden. Ja, also man sieht, nur weil ich vor allem Bart ist halt total der gleiche und auch die Imitation. Mach nochmal deine ja. Os-Imitation. Nur weil ich Türke bin. Großartig. Naja. Hä, hat das jetzt der Os gesagt oder der Doppel? Ich weiß es gar nicht. Krass, oder, Mann? Ja. Hey, und jetzt macht mal einen typischen Blick. Macht mal, pass auf, die sind auch komplett gleich, der Blick. Ja, diese Gelangweiltheit. Perfekt. Dieses fuck, ich kann es gar nicht mehr auseinanderhalten. Teilhaben nee. Wollen. Nee. Oh. Dieses vollkommene Überflüssigsein, das hast du voll drauf. Genau, und die machen dann für uns eben das Programm. Also auch wir sind eigentlich nur Doppelgänger und letztendlich die Originalen, die haben sich längst zurückgezogen. Die machen auch Kanada. Ihr seid sexy, du nicht, Os. Steht extra Os nicht. Da sagst du mir den Mittelfinger aus. Hä, hey, gar nicht. Hä, hey, du Arsch. Was? Ja, nur weil du jetzt nicht drin stehst. Du bist mich jetzt vor. Da steht es nämlich gar nicht. Ohne Os. Nein. Ohne Jungs, nein. Os. Jungs, eine Frage nur. Wann werdet ihr eigentlich eingeschult? Nein. Ja, nächstes Jahr. Ja, was denn? Hier? Ja, guck Os mal, ich zeig dir mal hier ohne unbearbeitet. Ja, Os. Ihr seid ja sexy. Dann hört ihr euer Klick mal auf. Dann hört denn dieses Gebettel auf. Wirklich, ey. Ich kann es lange. Die ganze OG versus TC Kacke geht mir echt auf die Eier. Ja, wenn er... Neue Folge übrigens schon gesehen, by the way. Schatz, ich will mein Frühstück ans Bett haben. Dann schlaf in der Küche. Filmfehler. Bei 3,20 stehen 4 Ordner auf der linken Seite im Regal. Aber bei 3,44 stehen sie anders. Dum, dum, dum. Sicherlich nicht. Guck mal die anderen Kommentare, das sind einige Filmfehler. Wir sammeln mal. Guck mal kurz, das war der erste. Der Marc bekommt sein Auto geklaut und sitzt dann im Knast. What the fuck? Scheiße, stimmt auch. Filmfehler bei 3,20 und zwar hat er vergessen, seinen Finger feucht zu machen. Jetzt noch? Ja, komm. Oh, stimmt. Das ist ja eine Computeranimation, müsste eigentlich stimmt. Immer gleich sein. Noch ja, einer. Du bist hier Animationsdepartement, geht auf deine Kasse, Tizi.
Diese jetzt, hör mal. Ja, warte, ich mach doch. Noch nie hat der Geld reingezahlt. Echt jetzt? Ich habe nie Geld dabei, ich muss immer. Ja, Alter. Ich hab raus, ja. Du nimmst. Kannst jetzt gleich mal ja, okay. 500 Euro prophylaktisch okay, warte, reinlegen. Ich zahl jetzt das rein für die vielen Fehler. Was denn? Ich zahl's ein bisschen mehr rein. So, was habe ich hier? Sagt mir das nicht so? Warte, es kommt noch einer. Es kommt noch einer. Filmfehler bei 0,45 ist die Lampe aus, bei 2,10 ist die Lampe an. Trotzdem geil. Du bist Chief Lampenoperator, geht auf deine Kasse. Noch ein. Filmfehler bei 2,10 sollte nicht der Fernseher laufen. Ich bin der Fernseher bei der Produktion. Nee, aber du bist Chief TV Operator. Chief Executive TV Operator. Chief Executive TV Operator, deine Kasse. Also. Ich habe 2,50 reingeworfen, das ist das wert, oder? Ja, und hast dir gleichzeitig irgendwie wieder 20 Euro rausgenommen. Das ist der ewige Kreis der Filmfehlerkasse. Phil sollte den Button Hemd ausziehen klicken. Können wir bitte eine König der Löwen Parodie machen? Könntest du bitte dein Hemd ausziehen? Ja, dann malen wir ihn. Okay. Dann malen wir ihn wieder an. For the ladies. Nee, sowas mache ich nicht, Alter. Ich verkaufe doch nicht meinen Körper für Klicks. Kannst du deine Boxershorts verkaufen? Willst du dich ausziehen? Ist ja nicht so, dass in fast jedem zweiten Video einer von uns halbnackt ist. Na ja, doch. Ach so, wir hatten übrigens gerade eine Diskussion für die nächste Parodie. Kennt ihr das Wort nackert schon, oder? Das ist ein ganz normales Wort. Nein, das ist... die zwei meint nein. Ich sag nackt. Ich sag nackt ist nicht so lustig wie nackert. Und die zwei sagen, ne, nackert kennt keiner. Kennt doch keiner. Ja, wer sagt denn? Es gibt sogar ein Lied. Oh, ich bin aber nackert heute. Ich nackert. Ich Lars Bander, das heißt nackert. Who the fuck ist Lampus? Ich muss nur in den scheiß Songtext reinbauen. Wer ist das? Lampus was? Ihr seid sowas Langos? Von, ey. Ne, kennt man denn? Das ist Stinker. Was ist denn nackert? It's all about the balls. It's all about the balls. Sollen wir die Geschichte hinter All About The Balls mal erzählen? Jetzt nicht. In einem extra Video mal. Wollt ihr das? Also es hat auf jeden Fall mit Berlin zu tun, so viel können wir dazu sagen. Aber was in Berlin passiert, bleibt in Berlin. Die Balls bleiben. Ansonsten möchte ich dazu eigentlich nur noch sagen, 18. Geburtstag. It's all about the balls. Na, nicht nach unten schauen, sonst denken alle, man muss nach unten schauen. Man muss nicht nach unten schauen. Oben. Kann man nach links schauen. Oben kann man auch nach rechts. Durchgucken. Letzte Minute. Und der ewige Kreis. Man könnte den Song Der ewige Kreis über das Symbol beim Buffern. Das ist der ewige Buffer. Oh, geil. Wir sollten immer beim ComCom-Show drehen, brainstormen. Los. Was für ein schlechtes Video. Sorry. Jetzt kommt die Wahrheit raus. Lies Hallo! Doch. Ach, ich dachte, du bist dran. Nee, du! Immer noch. Mann, ja, jetzt! Jetzt mach halt du mal. Freitag die Tag, ja! Was für ein schlechtes Video habe ich. Du bist so schlecht. Gute Idee, GTA zu parodieren. Na, danke schön. Los. Gute Idee, GTA zu parodieren. Scheiße! Was staune GTA? Ja, ist so. Neue Version. LOLXD. Geil. Naja, es ist die Beta, wa? Genau, das war die Beta. Geiles Let's Play. Nein, mach mal ein Minecraft Let's Play Real. Lass uns einfach, oh, das ist ja Chaos. Das von Lost ist besser gelungen. Ja, okay. So kindisch. Ja, dann auch mein mal. Gott, dann mach ich halt. Ich fand die anderen Teile besser. Okay, sorry. Macht ihr jetzt eigentlich eine Tour? Ja, machen wir dann. Alle Infos gibt's bald. Schlechtes GTA von euch bisher. Sorry. Hammer Scheiße. Sorry. Hi. Sorry. Warum ist der Titel in Englisch? Der ist nicht in Englisch. Lustiges Nummernschild. Okay. Es wurde so oft gedisliked, weil es diesmal nicht gut ist. Okay, sorry. Bitte noch mehr GTA. Ja. Aua. Zeig es aus. Töten mich. Ja! Ah. Nee, ist ja okay. Also, ist gut, wenn ihr mir ehrlich seid, aber klar, es tut auch ein bisschen weh. Das war's schon wieder mit der Kommentiershow. Wir geben uns sehr viel Mühe gerade fürs Video von nächsten Freitag. Also schaut auf jeden Fall nächsten Freitag rein und was Neues kommt. Da sehen wir uns. Bis dahin.